Okay. Wie kann ihr brauchen? Nur zu fragen. Gut, ein Teil der Leute konnte ich. Fluch der Versteinerung. Yay. Wie kann ich helfen? Wie ihr okay, wollt. Sie sind alle wieder normal. Was ist das eigentlich? Das sieht wertvoll aus. Ein Smaragd. Ogrelon. Ja? Sprühende Farben. Wie kann ich, wie ihr wünscht? Lasst sie uns ordentlich verdrechen. Das sind normale Kobolde, ne? Worum geht es diesmal? Ich werde mich im Handumdrehen darum kümmern. Ja, mein Schatz, wenn das euer Wunsch ist. So, in der Ecke ist keine Falle mehr. Und ja, damit sind wir mit der Feuerweinbrücke durch. Oh, hi. Ja? Das wird kein schneller euer Wunsch ist. Wie ihr braucht, nur zu fragen. So, perfekt. Die Feuerweinbrücke ist abgeschlossen. Wie ihr wünscht. Ich werde mich im Handumdrehen darum kümmern. Ich werde mich im Handumdrehen darum kümmern. Was ist das denn? Noch mehr kühne Narren unterwegs zu einer Prügelei? So, Heilung für mich und Afana. Wie ihr wünscht. Dann geben wir noch die Quest. Ihr braucht nur zu fragen. Und dann ist die Feuerweinbrücke abgeschlossen. Und Gullikin. Unser ganzer Stolz, seid gut zu ihr. Ich habe gehört, dass ihr die Ruinen der Feuerweinbrücke von Kobolden befreit habt. Die werden unser kleines Dorf nicht mehr belästigen. Ich möchte euch zu eurer guten Arbeit beglückwünschen. Alle hier sind überaus dankbar für eure Hilfe. Nehmt dieses Geld als kleines Zeichen unserer Dankbarkeit. Ja, Gandalf war erfreut darüber, dass ich den Ogermagus erledigt habe, der mit Hilfe von Kobolden die Bewohner von Gullikin belästigte. Ja, was ist mit den restlichen? Ja. Hier gab es doch auch noch was von der Feuerweinbrücke, was ich hatte. Aber das ist dann wohl rübergewandert. Und hier ist auch nichts mehr. Hier ist nur noch der Stützpunkt im Mantelwald und Dons Rache. Upsala. Gut. Das heißt, wir können von hier aus zum freundlichen Arm zurückreisen. Dort rasten und uns hochheilen. Und dann geht's in den Mantelwald. Fein.
aufgelauert. Sie müssen sich verteidigen. Ja, wie ihr wünscht. Wie kann ihr braucht, nur zu fragen. Wie sieht es eigentlich so mit Munition aus? Also ja, Nera braucht auf jeden Fall Munition. Ich bräuchte Munition. Safana braucht gerade keine. So eigentlich. Wo, wie ihr wünscht. Ich fühle mich so sehnsüchtig. Heilzauber haben wir gerade keine mehr. Wie kann ich helfen? Ich werde mich im Handumdrehen darum kümmern. Hey da, Wanderer. Bleibt mal kurz bei einem alten Mann stehen. Seid gegrüßt, junger Mann. Ich hoffe, dass es euch gut geht. Ich habe letzten Sonntag viel von euch gehört und bin davon sehr beeindruckt. Verfolgt ihr mich, alter Mann? Nur durch Geschichten und Erzählungen, das kann ich euch versichern. Von euch spricht man in letzter Zeit überall und ich bin überzeugt, dass die meisten dieser Gerüchte mehr oder weniger stimmen. Das hätte ich ebenso gemacht, wenn auch vielleicht mit anderen Methoden. Die bisher entdeckten Hinweise haben euch sicher in dieselbe Richtung gelenkt, die auch ich eingeschlagen hätte. Ihr habt eine große Begabung. Ich bin sicher, dass ihr sie gut nutzen werdet. Meine Richtung ist mir vorbestimmt. Ich benötige eure Hilfe nicht. Aber natürlich, doch nur aus Neugier. Wo würdet ihr als nächstes hin, euch als nächstes hinwenden? Wie ihr inzwischen bestimmt festgestellt habt, scheinen die Hinweise auf den Mantelwald zu deuten. Die Schurken, die hinter den Räubern stecken, haben wahrscheinlich eine Art Stützpunkt dort. Aber natürlich erzähle ich euch damit Dinge, die ihr bereits wisst. Viel Glück auf euren Reisen, junger Mann. Nehmt euch in Acht, denn ihr habt euch sowohl hier als auch in euch selbstmächtige Feinde gemacht. Leider kann ich in dieser Hinsicht nicht deutlicher werden, doch die Ereignisse müssen eben ohne Einmischung ihren Lauf nehmen. Ja. Eine weitere Begegnung mit Elminster. Wieder einmal ist mir Elminster über den Weg gelaufen und wieder einmal hat er Interesse an meinem Wohlergehen bekundet, was mich sehr verwirrt. Er hat eine rätselhafte Bemerkung über mächtige Feinde in mir selbst gemacht. Wie bei Wunderwirkern üblich ist auch seine Ausdrucksweise wunderlich. Wenigstens hat er mir bestätigt, dass die Anführer der Räuber ihr Lager wohl im Mantelwald errichtet haben. Sie müssen Ihre Runde noch mehr vergrößern. Ich werde mich im Handumdrehen darum kümmern. So, Bentley. Meine Schenke steht allen offen, die sich anständig benehmen. Erstmal wollen wir kaufen. 4 Stacks sind 1, also brauche ich 12 Stacks. Und dann nochmal 12 Stacks hier. So. Magisches Zeug hat er jetzt nicht wirklich. Aber verkaufen können wir bei ihm. Stab der Blitze, Langschwert, Morgenstern. Noch ein Langschwert, die zwei Roben. Die Flüte können wir bei ihm nicht loswerden. Die Leberwabs behalten wir einfach mal. So, Sternsaphir wird nicht verkauft. So. Ja.
Und dann wollen wir einmal königlich schlafen. So. Ihr braucht nur zu fragen. Don kann den tragen? Ja, könnte er. Der wäre halt um einiges leichter als das Ding, was bei Dorn allerdings nicht so das Problem wäre. Ich hab keinen Bock zu reden. Was ist mit Vikonia? Kann die den tragen? Ja, könnte sie. Ich kann ihn leider nicht tragen. Profana auch nicht natürlich und Nera ebenso wenig. So, das ist eine Feuerschutzformel, das ist gut. So. Wo ihr braucht, nur zu fragen. Ja, das heißt, wir brauchen jetzt nicht unbedingt erst einen Ankeck-Panzer besorgen. Das können wir dann auch nachher machen. Nachdem wir den Mantelwald gemacht haben. Um in den Mantelwald zu kommen, müssen wir hier vom freundlichen Arm in diese Richtung. Es ist etwas komisch, dass sie den Mantelwald komplett ein bisschen neu angeordnet haben, weil eigentlich war das weiter hier oben. Soweit ich weiß. So, ab in den Mantelwald. Jael Kalles? Ja? Ja, nochmal Heilung benutzen. Kann ich helfen? Ich werde mich im Handumdrehen darum kümmern. So, Tasloy. Die hatten Gurkes Umhang dabei. Solange der Träger unsichtbar ist oder sich versteckt, kann er nicht durch magische Mittel wie unsichtbares Entdecken gefunden werden. Ja, Safana, leg du den mal an, solange wir ihn nicht abgeben können. Worum geht es diesmal, wie ihr wünscht? Alles wegen des lieben Geldes. Also Safana ist der Einzige, der das was nutzt. Ich werde mich im Handumdrehen darum kümmern. Thank you.
Unser mangelnder Fortschritt enttäuscht mich. Ja, und Vikonia hat zum Meckern. Einfach weil unser Ruf immer noch auf 16 ist. Ich möchte ja halt einfach irgendwas machen, was ihn auf 14 wenigstens noch drückt.